Willkommen zurück bei Thrive, die Bürde der Krone. Das Event, welches letztes Mal nicht auslösen wollte, ist jetzt direkt zu Beginn beim Reinladen ausgelöst worden, was mich sehr erfreut, denn dann geht's auch mit der Story weiter. Und es heißt Ermutigung. Die Grimrod werden in letzter Zeit immer aggressiver. Hayward und seine Truppen gelingt es zwar, die Bedrohung in Schach zu halten, doch er befürchtet, sie könnten nicht stark genug sein, um eine größere Anzahl der Angreifer oder eine Rückkehr der Würmaxana abzuwehren. Die scharfsinnige Nyssa Nial ist überzeugt, dass dies der richtige Zeitpunkt ist, um über das Potenzial des Wehlgrim zu sprechen. Nyssa Nial, ihr glaubt, Sir Hayward und seine Truppen besser auf die Herausforderungen dieses Landes vorbereiten zu können? Die Grimrods sind tief mit diesem Land verbunden. Sie besitzen eine Stärke, wie wir sie aus Eidamor nicht kannten. Das liegt daran, dass der Wehlgrim in ihnen lebt. Er pulsiert in ihnen. Was ist mit den Herrschern dieses Landes, den Würmaxanern? Sind sie auch vom Weh berührt? In gewisser Weise muss jeder seinen eigenen Weg gehen. Die Grimrod, die Würmaxaner und auch ihr. Mit der Zeit wird sich euer Pfad offenbaren und ihr werdet ihn anerkennen. Wir können nicht darauf warten, was die Zeit bringt. Wir brauchen jetzt eine Lösung. Ich kann euch nur den Schlüssel geben. Den Weg zur Tür müsst ihr selbst finden. Triff eine Entscheidung. Wäre es nicht vernünftiger, den Weh zurückzuweisen? Schließlich hat er all unsere Feinde berührt. Auf der anderen Seite muss man sagen, wir haben jetzt bereits gesehen, der gibt uns auch Segen zwischenzeitlich. Ich halte ihn auch für gefährlich, aber diese Macht lebt halt in diesen Landen. Und wir müssen erstmal damit umzugehen lernen, bevor wir uns versuchen, gegen ihn aufzulehnen. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Deswegen werden wir das nicht angehen. Sir Hayward, glaubt ihr wirklich, dass die Gefahr so groß ist? Größer als die des Wehlgrim selbst? Ich persönlich glaube, dass die Gefahr groß ist, also skippen wir auch Nummer 2. Genug von euren Rätseln und abstrakten Weisheiten. Wie kann der Wehl unser Militär verstärken? Ich glaube, wir müssen darauf zurückgreifen, deswegen fragen wir das. Wachen, wenn ich bitten dürfte. 2 von Sir Haywards Soldaten betreten den Thronsaal. Sie tragen eine schwere Strohpuppe herein, die normalerweise für Schwertübungen verwendet wird. Sir Hayward, bitte versetzt dieser Puppe einen direkten Schlag, einen schnellen, sauberen Schnitt. Sir Hayward unterdrückt ein leises Lachen, als er sich aufrichtet und auf die Puppe zugeht. Mit aller Kraft zieht er sein Schwert und holt seinen heftigen Schlag gegen den Strohmann aus. Die Klinge schneidet tief, bleibt aber stecken, als sie den mittleren Stützpfosten trifft. Hayward lacht noch einmal. »Das ist unmöglich!« Nyssa tritt hinter ihnen, die Augen geschlossen, und flüstert ein sanftes Gebet in einer unbekannten Sprache. Als ihre Worte enden, weiten sich Sir Haywards Augen mit neu entfachtem Eifer. Er ist begierig darauf, es ein zweites Mal zu versuchen. Jetzt die andere Seite. Versucht es noch einmal. Hayward wendet sich der unversehrten Seite der Puppe zu. Erneut hebt er seine Klinge, schlägt mit aller Kraft zu und er starrt in Ehrfurcht, sein Mund vor Erstaunen geöffnet. Der sauber abgetrennte Oberkörper der Puppe liegt einige Meter entfernt auf dem Pflaster und den Teppichen des Thronsaals. Nyssa schaut zu Hayward und dann zu uns. Der Wehlgrim segnet uns mit kräftigen Schlägen, wie es scheint. Damit könnten wir jede Bedrohung niederschlagen. Wie geht es euch, Hayward? Wie neugeboren, es ist Jahre her, dass ich mich so kraftvoll gefühlt habe. Unsere Truppen werden für kurze Zeit nahezu unaufhaltbar sein und ihre Pfeile und Klingen werden mit dem Biss eines wilden Tieres zuschlagen. Dies ist die Macht des Wehlgrim. Ihr spürt keinen Schmerz, Hayward? Keine Übelkeit? Das wird die Zeit zeigen, Eure Hoheit. Im Moment spüre ich nur meinen Puls und den Ruf des Schlachtfelds in meinem Herzen. Der Will beugt sich jenen, die ihn akzeptieren und anerkennen. Wie ihr heute gelernt habt, kann seine Kraft euch zum Sieg verhelfen. In Nyssas Worten liegt die Wahrheit. Zum ersten Mal erkennt ihr, dass es nicht in der Natur des Wehlgrim liegt, Angst und Schrecken zu verbreiten. Sobald ihr einen Weg gefunden habt, einen Pakt mit ihm zu schließen, werden eure Soldaten jede Herausforderung meistern können. Und damit kommen wir in Akt Nummer 2.
Und Akt 2 besagt, dass wir wahrscheinlich im Bade kämpfen können, müssen und dürfen. Und deswegen müssen wir uns recht schnell darauf vorbereiten. Worauf wir uns jetzt auch vorbereiten werden, ist auf die nächste Feuersbrunst. Denn uns wurde hier angesagt während des Events, dass die Feuerwache endlich fertiggestellt wurde. Die Feuerwache finden wir hier hinten und wir wollen natürlich eine Feuerwache mindestens mittig stellen. Und da finde ich so ein Ort eigentlich ganz gut. Wenn wir dazu noch diesen Ort oder diesen Ort hier dazu bekämen, wäre das super. Dann vielleicht hier noch eine und dort oben. Und dann haben wir die meisten... Ja, da haben wir die meisten Orte abgedeckt. Es ist ja nicht notwendig, dass wir wirklich jedes einzelne Haus mit einer Feuerwache abdecken. Es ist einfach nur wichtig, dass wir die reine Masse des Feuers unterdrücken können. Und so einzelne Häuser können dann auch von Brunnen gelöscht werden. Aber das fände ich eigentlich ganz gut. Wir sehen auch, wenn wir hier oben auf Hanfkleidung schauen, dass wir zu wenig Schneider haben. Das können wir auch nochmal in den Statistiken nachschauen. Wir gucken mal ganz kurz rein. Nosvia. Hackmutter steht da jetzt. Nosvia. Wir produzieren 12 Hanfkleidung mehr, als wir verbrauchen. Allerdings liefern wir auch noch eine ganze Menge Kleidung rüber nach Hackmutter. Das wird auf gar keinen Fall reichen. Wir können schauen, ob wir ein bisschen weniger rüberliefern können. Aber in jedem Fall brauchen wir mehr Schneider und ich denke, wir haben genügend Hanf, um das auch durchziehen zu können. Gibt es sonst noch irgendwelche Sachen, wovon wir zu wenig haben? Flachs haben wir in der Theorie auch zu wenig. Auf der anderen Seite haben wir so viel Flachsöl, dass es in Ordnung ist, dass wir ein bisschen zu wenig Flachs haben. So super viel mehr bräuchten wir auch nicht. Und wenn dann eine der Flachsmühlen nur auf 80% arbeitet, kommen wir damit ganz gut zurecht. Weizen reicht nicht. Wir brauchen mehr Weizen. Wichtiger Punkt. Bier sieht aber ganz gut aus. Fleisch sieht mittlerweile gut aus. Fisch auch. Und Eisen werden wir auch bald rüber liefern. Und es gibt die ersten Arbeitermahlzeiten. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Wie sieht es in Hackmutter aus? Ja, Äpfel haben wir tendenziell zu viele. Und auch tendenziell zu viele Hanfbekleidung. Beim Apfelwein scheinen wir ganz gut in der Waage zu sein. Wir brauchen aber ein bisschen mehr Hanfbekleidung als Apfelwein. Aber genauso viel Äpfel wie Apfelwein. Okay, das heißt, wir können dann die Handelsrouten nochmal ein Stück weit anpassen. Das machen wir und bleiben mal ganz kurz auf der Pause, weil das schon relativ wichtig ist. Wir senden mit dieser Route Getreide und holen uns 100 Apfelwein, 150 Äpfel und 150 Hanfkleidung. Ich denke, 120 würde reichen. Und Äpfel würde auch reichen, wenn wir da auf 100 runtergehen. Ja, meinetwegen 99. Ich hoffe, das funktioniert jetzt alles. Wir haben ja gesehen, dass das manchmal so ein bisschen Probleme macht. Und 121 bestätigen wir. Hat das geklappt? Das ist jetzt noch so komisch offen, aber wir lassen das mal. Und hier bringen wir einfach alles an Weizen und Fisch rüber und bringen ein bisschen Bier zurück. Ach ja, beim Bier könnten wir nochmal schauen. Ist das zu viel Bier für Hackmutter? Nö, das ist okay. Das ist okay. Super. Dann sehen wir, dass das eigentlich ganz gut funktioniert. Was wir jetzt noch mitsenden könnten, wäre Eisenerz. Und zwar so viel, wie es geht. Wir brauchen später noch eine Route, um beispielsweise die, was haben wir hier, die Arbeitermahlzeiten zu liefern. Oder wir brauchen jetzt noch weitere Luxusgüter, Eisenwerkzeug und Möbel, um das dann auch entsprechend noch rüber zu liefern.
Das wird nicht unwichtig, aber vorerst bleiben wir bei diesen beiden Routen. Und die nächste Route, die dann entsteht, wird wahrscheinlich noch mehr Weizen hierhin liefern müssen. Und dafür werden wir in Hakmuta auch nochmal weitere Felder bauen. Doch erstmal kümmern wir uns um unsere Schneider. Und suchen erstmal den Schneider hier. Hier ist der Schneider. Das passt leider nicht mehr dahin. Aber hier könnten wir einen Schneider bauen. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3 und Nummer 4. Wir werden gleich 2 abreißen. Das heißt, wir haben nur 2 Schneider mehr als vorher. Warum reißen wir 2 Schneider ab? Weil die relativ mittig stehen und wir dort hier und dort Feuerwachen installieren wollen. Wir warten aber ganz kurz ab damit, bis die neuen Schneider loslegen, weil sonst haben wir wirklich Probleme mit der Hanfkleidung. Ja, da gehen wir deutlich runter. Deswegen ist es wichtig, dass wir hier schnell unterwegs sind. Wir haben auch direkt ein Vorratslager hier um die Ecke, von daher sollte das ganz gut funktionieren. Ja, und grundsätzlich könnte man dann später nochmal hier einen Brunnen bauen. Vielleicht auch hier rein. Aber auch gerne hier unten irgendwie. Falls hier ein Brand ist, dass das auch gelöscht werden kann. So, dann reißen wir ab. Nicht das Lebensmittellager, sondern die Schneider. Dich und dich. Und dafür werden Feuerwachen gebaut. Einmal eine schön weit nach links. Ja, gerne so. Und hier eine ein bisschen weiter nach rechts. Die beschneiden sich auch ein bisschen. Aber das ist ja auch das größte Stadtgebiet hier. Weshalb das durchaus Sinn ergibt. Wie teuer ist so eine Feuerwache wirklich nicht so super teuer? Die Bretter tun weh. Der Rest ist weniger schlimm. Klar, wir haben auch sowas wie Unterhalt, was wir zahlen müssen. Aber wir haben ehrlicherweise das Geld. Deswegen decken wir jetzt mal ein bisschen die Stadt ab, oder? Jedenfalls den größten Teil der Stadt. Hier oben auch nochmal ein. Und dann sollten wir sehr gut ausgestattet sein, was Feuerwachen anbelangt. Und ein Feuer sollte kein großes Problem mehr sein. In Hakmuta könnten wir auch überlegen, eine Feuerwache zu bauen. Doch da haben wir nicht mehr genügend Bretter. Wobei, wir haben jetzt hier wirklich 1, 2, 3, 4 Brunnen auf einem kleinen Stadtgebiet. Vorerst sollte es mit dem Brunnen auch reichen. Wir bauen hier nochmal hier einen Brunnen hin. Und dann bin ich da auch ziemlich sicher, dass das hier klappen sollte. Auch wenn hier ein Brand ausbricht. Für später können wir schon mal die nächste Karawane bauen. Wenn jetzt nicht das Gold für. Gold wird sicherlich bald kommen. Apropos Gold. Die Schatzkammer wird sich langsamer lohnen. Unter anderem auch deshalb, weil die Schatzkammer kann man sogar hier hinstellen. Unter anderem sogar deshalb, weil die Schatzkammer
uns dann mehr Gold ansparen lassen würde. Was ist hier bei euch los? Ja, ihr braucht die neuen Waren, beziehungsweise sind hier wahrscheinlich neue Bewohnerslots reingekommen, sodass hier nicht mehr genügend Feuerholz und Bier und so weiter verfügbar ist. Da müssen wir ganz kurz abwarten, bis es da ist. Aber wenn wir dann mehr zur Verfügung haben, gleichzeitig können wir auch in einem Schwung mehr bauen. Ich glaube, das ist was sich durchaus lohnen sollte. Und wir bauen die Schatzkammer mal hier hin. Und da es die Schatzkammer ist, wird die später natürlich auch gut bewacht werden. Und wir bauen hier überall drumherum so eine Doppelstraße. Dann sieht das auch irgendwie cooler aus, oder? Ja, das sieht dann schon cooler aus. Kriegen wir das hier vielleicht auch nochmal ein bisschen schicker? Vielleicht das noch abreißen, vielleicht sieht das dann noch ein bisschen sauberer aus von der Straßenführung, dass sie dann hier einknickt quasi. Oder wir sagen, sie verengt sich da schon mal auf 2, weil alles um die Schatzkammer ist ja sowieso nur 2 dick. Dann verengt sie sich auf 2, sowohl geradeaus als auch nach rechts. Meinetwegen auch in dieses rechts. Und danach verengt sie sich auf 1. Finde ich vielleicht sogar noch cooler. Dann haben wir genügend Gold, um dann noch größere Bauprojekte auf einmal bauen zu können. Die Feuerwache hat keine Leute, die in ihr arbeiten wollen. Das sind normale Bauern. Feuerwache wird natürlich hier oben eingesetzt. Und die Brunnen, die können wir jetzt auf einfache Besetzung runterbringen. Außer die Brunnen, die so Außenstellen schützen. Zum Beispiel dieser Brunnen hier, der sollte doppelt besetzt sein. Oder dieser hier. Hier haben wir eine Feuerwache etabliert. Wenn das hier brennt, haben wir ein Problem, da ist gar kein Brunnen in der Nähe. Hier haben wir eine Feuerwache etabliert. Ja, ich glaube, das sind wirklich nur diese beiden Brunnen da. Einmal der hier, weil hier ist wirklich niemand, der retten könnte. Und hier sind wir zumindest an der Außenstelle. Ja, ich glaube, das macht mehr Sinn, dass wir diesen Brunnen hier auch doppelt belegt haben. Und dann passt das auch. Haben wir hier ein bisschen Platz. Weil wir hier natürlich umdisponiert haben. Wir machen das einfach mal mit Weg zu. So richtig blöd sieht das auch nicht aus. Sorgt vielleicht sogar ein bisschen mehr für die organische Ordnung. Haben wir nicht genügend Steine? Tatsächlich nicht. Wir haben hier Steinmangel, aber es sind genügend Leute eigentlich auf den Stein angesetzt. Grundsätzlich könnten wir auch noch aus Hakmuta Steine rüberbringen. Hier haben wir auch genügend Steine. Vielleicht ja auch einmalig. Wir wollten jetzt sowieso nochmal eine Karawane bauen, die jetzt noch keine Handelsroute eröffnen soll, aber durchaus für später mal angedacht werden könnte. Guck mal, hier hat es sogar gebrannt, habe ich wieder nicht mitbekommen, aber hat alles geklappt, wurde sofort gelöscht. Wunderbar. Da wird jetzt auch richtig viel Wasser gelagert, also unser ganzer Wasservorrat ist dort. Es muss nicht erst gepumpt werden und es sind doppelt so viele Leute, die dort arbeiten.
Ja, das sollte eigentlich passen. Fehler festgestellt beim Schwein. Welches Fehler denn? Wahrscheinlich, dass wir keine Arbeiter haben, oder? Ja. Setzen wir mal Arbeiter rein. Wir brauchen ja auch die... Wir brauchen ja auch die Vorräte für die Arbeiter. Die werden hier fleißig gemacht. Und habt ihr auch. Ja, genau. Das Einzige, was problematisch ist, ist Eisenwerkzeug und Möbel. Können wir Möbel schon herstellen? Wahrscheinlich brauchen wir dafür wiederum Werkzeuge, kann ich mir vorstellen. Wir gucken mal. Der Handwerker stellt nicht nur Seile her, sondern auch Möbel. Und dafür brauchen wir Eisen und Bretter, genau. Und wir haben auch tatsächlich Probleme mit Brettern. Was wir dahingehend tun können. Wir können das Holzfällerlager... nochmal umstellen. Hierhin sollten wir relativ schnell viel Holz bekommen. Und wir könnten nochmal so einen Förster bauen. Försterhütte. So vielleicht. Dann ziehen wir eine Straße hoch. Er bekommt sein eigenes Vorratslager, meinetwegen. Und dann darf hier auch direkt das weiterverarbeitet werden. In Bretter. War das schon bei den Bauern noch? Nee, Feuerholz. Ja. Hier können wir nochmal Bretter holen. Dafür brauchen wir aber auch mehr Bauern. Und die dürfen sich dann hier nochmal ein wenig niederlassen. Ah, da sind die... Da sind die Feuerwachen nicht ganz vor Ort, deswegen werden wir dort auch mal zwei Leute einstellen. Haben wir sonst noch Platz für ein paar Bauernhäuser? Gerade an den Rändern kann man die ja jederzeit hinzufügen. Machen wir das auch? Kann da noch eine Straße hinten lang gezogen werden. Sehr schön. Dann sollten wir genügend Leute haben. Genügend Arbeiter haben wir eh. Sind gerade 30 arbeitslos. Das wird nicht mehr lange so sein. Und die Karawane hier ist auch fertig. Und dann fahren wir doch mal ein paar Sachen manuell hin und her. Zum Beispiel Rohstein, damit es ein bisschen schneller geht. Holen wir gleich nochmal von drüben ab. Zumindest ein bisschen. Hanfkleidung geht hier wieder hoch. Sehr schön. Auch Arbeitermahlzeiten können wir mal mitnehmen. Von hier nach drüben. Da haben wir eh noch keine Route eingestellt, das kommt später. Aber mit diesen 150 sollten die erstmal klarkommen. Was brauchen wir drüben noch? Wenn wir eine Feuerwache bauen wollten, Bretter, aber das finde ich jetzt nicht so unfassbar wichtig. Kann man später immer noch machen.
glaube, mehr brauchen wir von hier tatsächlich nicht. Deswegen geben wir die Karawane frei. Und die Karawane wird gebracht. Ja, hierhin. Ihr seid glücklich, habt ihr eine Zufriedenheit von 81, lediglich die Arbeiter haben ein bisschen zu meckern, liegt natürlich daran, dass wir hier Möbel und Eisenwerkzeug nicht haben, auch das wird später noch alles rübergeliefert. Hier läuft alles gut. Ja, anscheinend. Hier hinten hätten wir auch noch was. Das können wir hier erstmal mitnehmen. Das ist natürlich nicht langfristig so der Fall, dass wir hier Eisen abbauen können. Später müssen wir dann nochmal expandieren. Hier hätten wir es zum Beispiel oder nicht, hier gar nicht mal so. Ja, EG4 wird dann als nächstes in die Expansion reinfallen, weil wir dort dann insbesondere Eisen abbauen können. Aber hier ist Weizen selbstverständlich das Wichtigste, was wir jetzt als allererstes bedienen wollen. Wir haben noch 13 Arbeitslose und die investieren wir auch da rein, dass wir noch mehr Weizenfelder anbauen. Fünf Leute arbeiten dort. Und fünf dort. Noch hier bringen wir einmal die Straße rum. Wir haben ja auch hier direkt das Lebensmittellager. Dass das eigentlich passen sollte. Schön. Schön, schön, schön. Es geht voran, meine Lieben. Und wie gesagt, ihr bekommt schnellstmöglich eure Waren geliefert. Wo ist unsere Kutsche, die wir geschickt haben? Nee. Die hier ist das. Wir könnten die Kutsche nochmal umbenennen, um einfach ein bisschen mehr Übersicht zu haben. Also das hier ist unsere Karawane mit Getreide, Fisch, Eisen und Bier. Müssen wir uns mal überlegen, ob wir da gute Begriffe haben. Und das ist die Versorgung mit den Standardlebensmitteln. Für Hakmuta. Vielleicht können wir die Routen umbenennen. Wir nennen das mal Wie nennen wir das? Cargo Grund Bedürfnisse, Grundbedarf, C-Grundbedarf vielleicht bestätigen. Und das hier ist C-Arbeiterbedarf. Weil wir hier schon Weizen, Fisch, Bier und Eisenerz haben. Das ist schon ein bisschen fortschrittlicher. Haben wir zumindest die Handelsrouten umbenannt. Die Karawanen können ja immer noch Karawane 1 und 2 heißen, aber dann wissen wir zumindest, wo die eingesetzt sind. Dann haben wir hier einmal die Waren geliefert und wir brauchen ein bisschen Unterstützung für drüben und klauen uns deshalb ein paar Steine, denn so viel werden wir hier drüben eh nicht mehr bauen. Dann können wir die Steine durchaus mitnehmen.
Akt 2 beginnt. Schauen wir uns gleich mal an. Beziehungsweise Akt 2 ist schon begonnen. Das nächste Event in Akt 2 beginnt. Ich meine, wir haben ja eh einen Überschuss von Hanfkleidung. Wir können auch wieder ein bisschen was zurücknehmen. Auch wenn es drüben passen sollte. Und Eisenerz. Auch nochmal eine Menge. Was wir mitnehmen können. Dann bringst du all den Kram hierher zurück. Sehr gut. Ja, Hanfkleidung geht auch wieder hoch. Das sieht gut aus. Dann schauen wir uns mal das Event an. Wir gehen aber auf Pause währenddessen. Sir Hayward und Nissa haben gebeten, mit euch zu sprechen, nachdem der Zustand eurer Miliz begutachtet wurde. Welche Miliz, ist die Frage. Durch die Untersuchung der Waffen und Rüstung der Soldaten versichert Nissa Hayward, dass beide von diesem Rohstoff profitieren können, der vom Wegrim gebildet wird, seine Kristalle. Eure Hoheit, Nissa hat die Unzulänglichkeit unserer derzeitigen Milizausrüstung erkannt. Sie hat einen Vorschlag, eine Art Lösung. Majestät, ihr habt schon viele Kristalle gesammelt und sie sicher und geschützt in euren Lagern aufbewahrt. Nach der Behandlung mit Flachsöl sind die Kristalle harmlos, doch erst nach ihrer Veredelung offenbart sie ihr wahres Potenzial. Sie zieht einen Armreif aus ihrem Gewand, in den Edelsteine eingesetzt sind. Sie schimmern im gleichen Farbton wie die Kristalle, sind aber geschliffen und poliert. Das ist kein gewöhnlicher Armschutz. Die Kristalle verfügen über große Macht und eine Schutzwirkung, die auf Waffen oder Rüstung übertragen werden kann. Stellt euch nur vor, wir würden diese Kristalle in unsere Ausrüstung einsetzen. Kristalle in der Ausrüstung, die uns stärker machen, finde ich irgendwie ganz nett. Also, inwiefern unterscheidet sich eure Demonstration von dem, was ihr uns zuvor gezeigt habt? Ich denke, nicht viel, oder? Könnt ihr uns zeigen, wie das funktioniert? Sehr wichtig, ja. Aber was wäre, wenn die Kristalle in unseren Waffen und Rüstung zerbrechen würden? Auch eine wichtige Frage. Aber wenn wir nicht wissen, wie es funktioniert, dann ist alles andere sowieso egal. Dann brauchen wir das gar nicht erst herstellen. Wie funktioniert das? Es ist etwas schwierig, euch dies zu zeigen, Eure Hoheit. Aber ich habe im Burghof eine Demonstration für Sir Hayward vorbereitet. Ich habe es selbst gesehen, wir nahmen einen gewöhnlichen Armreif und den sie da hält. Jeder dieser Armreife wurde vom besten Hammer des nächstgelegenen Schmieds geschmiedet. Nach 3 Schwüngen wies der gewöhnliche Armreif tiefe Dellen auf. 10 Hiebe auf den juwelenbesetzten Reif und kein einziger Kratzer. Wir könnten also unbesiegbar werden? Jedes Mal, wenn jemand das versucht hat, ist was Schlimmes daraus entstanden. Bitte nicht. Das Metall wird sich irgendwann verbiegen und die Edelsteine können ihren Glanz verlieren. Aber bis dahin sind sie so gut wie unzerstörbar. Und diese Macht können wir sofort nutzen, im Gegensatz zu den anderen. Auch diese Kraft beruht auf einem Pakt mit dem Wegrim. Sobald ihr ihn geschlossen habt, könnt ihr seine Macht nutzen, denn eure Kristallvorräte werden bis dahin gut gefüllt sein. Beeindruckend. Das unterscheidet sich stark von der gemeinsamen Macht, als wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben. Die Frage ist wahrscheinlich was und nicht das. Was passiert, wenn die Ausrüstung beschädigt wird oder die Kristalle ihren Glanz komplett verlieren? Das ist wichtig. Dann werden diese Gegenstände ihren Vorteil verlieren, obwohl ihr die Kristalle austauschen könnt, wenn es die Zeit zulässt. Super, wir können die also jederzeit auch austauschen. Aber würde die volatile Energie der Kristalle, die wir mit Hilfe des Öls binden, nicht freigesetzt werden? Sollten sie zerbrechen? Ja, das ist nämlich auch meine Sorge, aber sie scheint total entspannt zu sein. Die Frage ist halt nur, können wir ihr trauen? Oder ist sie einfach nur der Advocatus Diaboli? Nein, Eure Hoheit. Nach der Behandlung mit Flachsöl können die Kristalle euch und den Euren nichts mehr anhaben. Ganz gleich, in welchem Zustand sie sich nach dem Kampf befinden. Wie sonst könnten wir sie schleifen und polieren? Klingt ja erstmal ganz nett, wenn es so stimmt. Ja, dann bitte eine Demonstration. Achso, das haben wir schon. Okay, haben wir schon gesehen. Ja, okay, alles klar. Beeindruckend.
Ich finde das alles sehr aufregend, Eure Majestät. Wir kamen mit kaum mehr als den Lumpen an unseren Leibern hierher, doch jetzt werden wir stärker sein, als wir es uns je hätten vorstellen können. Mit einem derartigen Arsenal könnten wir es mit jedem aufnehmen, der sich uns entgegenstellt. Wenn wir unseren Soldaten erst mit diesen Rüstungen und Waffen ausgestattet haben, wird unsere Siedlung bestens geschützt sein. Wir wollen unsere Siedlung schützen. Ja, ihr könntet fast jeder Bedrohung widerstehen und eure Feinde wären dagegen machtlos. Das ist ein wahres Geschenk, Nissa. Ich danke euch. Dank dem Wehl, denn ohne ihn gäbe es diese Kristalle nicht. Geschmückt, sie hat nicht Unrecht und mit der Zeit wird es schwierig zu ignorieren. Die Töchter des Wehlgrim beginnen so langsam eure Meinung über den Wehlgrim zu ändern und sowohl die zurückgelegte Entfernung als auch die vergangenen Monate trüben eure Erinnerung an Aldamor. Was, wenn es wahr ist und euer früherer König einfach nicht in der Lage war, eine Bindung zum Weh zu erschaffen? Durch Wissen scheint er nun weniger eine Bedrohung als eine Sache der großen Hoffnung und des großen Potenzials zu sein. Spannend auf jeden Fall. Auf jeden Fall sehr spannend. Und ein paar Kristalle haben wir schon, oder? 30. Aber wir haben so viel Flachsöl. Wir könnten auch nochmal so ein großes Grimm-Lager bauen, wenn wir ehrlich sind. Bauen einfach noch so eins, oder? Jetzt gerade nicht genügend Rohstein. Aber es kommt ja gleich. Noch mehr Rohstein. Und wir sind vor allem im Bereich einer Feuerwache. Das ist, glaube ich, hier nicht unwichtig. Wann kommt die Karawane? Du bist das, oder? Nein. Okay, die kommt hier hinten erst. Ja, genau. Okay. Ein bisschen Rohstein bekommen wir hier nach und nach wieder rein und können demnach die Bauaufträge abschließen. Haben auch endlich jetzt hier eine Schatzkammer, können jetzt 2000 Münzen lagern und auch die Besteuerung ändern. Wie glücklich sind denn die verschiedenen Klassen? Ja, die Arbeiter nicht so glücklich wie die Bauern. Wir könnten die Arbeiter mal ein bisschen entlasten und den Bauern mal ein bisschen was draufschlagen. Bei, ganz ehrlich, wir haben gleich diese 2000 angesammelt. Wir können alle mal ein bisschen entlasten, oder? 5% Steuern für die Bauern. Und die Arbeiter, solange sie so unglücklich sind, können wir mal entlasten. Aber ihr seht ja, wie viel wir hier im Überschuss haben. Wichtig ist nur, dass wir die Wartungskosten, dass wir die decken können. Und dann ist alles andere unwichtig. Ja, super. Rohstein wird abgebaut, kommt jetzt aber auch nochmal. Baumstämme sind auch sehr wenig geworden. Sehr, sehr wenig. Da haben wir jetzt hier die Försterhütte. Da haben wir jetzt hier das Holzfäller Lager. Und hier haben wir auch irgendwo eine Försterhütte. Da können wir auch nochmal die Größe der Reichweite erhöhen. Mal den Radius. Mal in Gen Osten. Bedeutet das ja kein längerer Weg, weil da ist ja nichts mehr. Dass er hier im Westen ein bisschen mehr mitnimmt. Das ist, glaube ich, schon okay. So machen wir das vielleicht mal. Super. Wir haben jetzt hier zweimal die normale Arbeitermahlzeit. Reicht es, ist die Frage. Ja. Da sind wir im guten Überschuss. Fisch kommt genug rein. Weizen reicht immer noch nicht. Wobei man sagen muss, dass wahrscheinlich das Weizen auch noch nicht
weiter übernommen werden konnte mit unserer Anpassung. Also, dass wir einfach das zusätzliche Weizen noch gar nicht geliefert haben und wir es deshalb hier drüben noch nicht sehen. Und die Kleidung verbessert sich. Apfel, Hanf, sieht gut aus. Flachsen, kleiner Negativbereich, aber auch das sollte passen. Das Grimlager ist sicher und wir damit zufrieden. Jetzt haben wir wieder eine ganze Menge Bauern, die wir einsetzen können und Arbeiter. Das ist super. Man könnte noch ein Flachsfeld bauen. In der Theorie. In der Praxis lassen wir es erstmal. Reicht das mit den Baumstämmen? Ich denke schon. Oder hier arbeiten 6 Stück drin. Hier arbeiten auch nochmal 6 Stück drin. Und hier unten auch nochmal. Das sollte reichen mit dem Baumstämmen. Die Bretter sollten auch reichen. Dann haben wir jetzt auch noch eine weitere Produktionsstätte gebaut. Ja, das sollte reichen. Und dann können wir mal langsam Richtung Militär schielen. Denn auch Eisenerz ist jetzt langsam genügend hier angekommen. In Nosvia. Und deshalb, dafür brauchen wir aber noch Rohstein. Wo ist die Karawane? Ich glaube, die sitzt hier schon drin, oder? Ach nee, die haben wir noch gar nicht hierher geschickt. Okay, eigentlich gehen die ja hier rein, deswegen war ich überrascht, aber ist nicht so schlimm. Bringen wir alles hier rein. Kannst du jetzt da reingehen? Ja. Finde ich irgendwie hübscher. Jetzt haben wir auch genügend Rohstein wieder, und zwar 367. Und dann können wir so langsam mal in die Waffenherstellung gehen. Und auch Eisenherstellung vor allem. In der Schmelze machen wir aus Eisenerz Eisenbarren. Wir bauen die einerseits neben der Kaserne, weil es dort für mich Sinn ergibt. Andererseits neben der Feuerwache, weil in so einer Schmelze es natürlich ganz schön hitzig werden kann. Und wir dann auch wollen, dass es gelöscht werden kann, sollte sich hier ein Brand ergeben. Wir brauchen aber nicht nur die Schmelze, wo aus dem Eisenerz Eisenbarren gemacht werden, sondern wir brauchen auch einen Schmied, der daraus Waffen machen kann. Auch der ist wichtig. Was es dann auch noch gibt, was natürlich weniger Eisenbarren braucht als so ein Schwert oder so, ist so ein Pfeilmacher. Genau, so ein Bogen- und Pfeilmacher. Können wir einfach mal irgendwie hier hinsetzen. Da ist er doch eigentlich ganz passend. Hier gibt es so einen kleinen Übungsplatz davor. Genau. Und dann brauchen wir noch nichts weiter. Natürlich noch einen Handwerker für später, für die Möbel, aber auch dafür bräuchten wir Eisenbarren. Und was wir auch brauchen, ist noch so eine Kochhütte fürs Essen der Militärs. Hier machen wir dann einfach so eine kleine Passage so hin.
ziehen das einfach mal so durch, dann hat man hier so einen kleinen Vorplatz. Muss ja nicht alles hundertprozentig effizient sein, kann ja auch manchmal ganz schick aussehen. Ein weiteres Event entsteht. Dem werden wir uns gleich widmen. Aber erstmal die Kochhütte, die gebaut werden muss, die Schmiede. Und vor allem die Schmelze, und die läuft. Eisenbarren werden hier verarbeitet. Super. Super. Es gibt auch Gebäude, die wir noch bauen wollen. Zum Beispiel hier die Waffenkammer, wo wir dann die Soldaten auch trainieren können. Die brauchen 70 Eisenbarren, damit wir das bauen können. Und jetzt wurden wir geplagt von Wegrim mit einem Brand. Sehe ich das richtig? Die Schatzkammer brennt. Und ein Haus in Norsvia. Wie sieht es in Hagmute aus? Natürlich, dort wo wir keine Feuerwache haben, dort brennt es an 4 Stellen. Zum Glück haben wir hier diesen Brunnen noch neu dazu gebaut. Ja, das ist hier relativ schnell unter Kontrolle, glaube ich. Also der Wegrim war uns trotzdem noch ganz wohlgesinnt, wenn wir ehrlich sind. Nicht ganz hier hinten brennt es. Und die Feuerwache kommt da nicht mehr ran. Sehe ich das richtig? Wir können es natürlich nicht abreißen. Ja, okay, das ist das einzige Gebäude, was hier irgendwie nicht drin ist. Dann lassen wir das kurz abbrennen. Das ist jetzt nicht das größte Problem. Also hier haben wir alles sofort geregelt. Und in Hagmute sieht es auch gut aus. Wunderbar. Ein Glück, dass wir so viele Brunnen gebaut haben. So, jetzt brauchen wir neue Orte für diese Materialien. Auch ein Vorratslager mal vorziehen. Und für Stein, haben wir hier überhaupt noch Stein? Nur diese Kristalle hier. Nee, Stein haben wir hier gar nicht mehr. Reicht es denn, was wir im Vorratslager haben? 61, joa. Vorerst. Aber die Kristalle sind natürlich ein Problem. Vielleicht müssen wir auch ein bisschen Flachsöl mal hier rüberbringen irgendwann. Denn hier in Norsvia haben wir halt wirklich gar kein Problem mehr mit Kristallen. Ja, doch, hier oben noch. Hier oben sind noch ein paar. Aber wir haben ja auch ein zweites Grimm-Lager gebaut. Und auch keine Wegrim-Kristalle drin sind, aber ist ja nicht schlecht. Bedeutet ja nur, dass wir hier auf der sicheren Seite sind. Gut, also. Hier werden die verschiedenen Dinge gebaut. Was wir auch noch brauchen, ist ein Handwerker, genau. Der fehlt uns noch. Vielleicht bauen wir den andersrum, weil dann dahinter noch Gebäude gebaut werden können. Das muss genau reichen, oder? Ja, reicht genau für Handwerkergebäude. Wir können nun auch nur eins hinstellen, aber ich finde das so vielleicht sogar ein bisschen schöner. Das heißt, wir werden bei der Straße auch nicht komplett drumherum ziehen, damit man hier nämlich dann Arbeitergebäude hinbauen kann. Genau, die Försterhütte ist zerstört worden, nicht schlimm. Bauen wir wieder auf. Aber dafür haben wir den Rest hinbekommen. Iskurfil ist, glaube ich, die nächste Siedlung, die uns gefährlich werden könnte. Ist leider komplett im Fog of War.
Das Einzige, was wir uns so richtig anschauen dürfen, ist Wirmaxa. Das sieht auch wirklich gefährlich aus hier mit den Leuten. Wir brauchen schnellstmöglich mal ein bisschen Verteidigung. Deswegen bin ich froh, dass wir hier ein bisschen Militär bauen, beziehungsweise alles daran setzen, dass es gebaut wird. Rohstein sieht wieder gut aus. Baumstämme sehen gut aus. Bretter fehlen an allen Ecken und Enden. Ich hoffe, dass wir das bald in den Griff bekommen. Was könnten wir machen? Noch ein Holzlager bauen. In der Theorie wäre das möglich. Weil so super viele Baumstämme brauchen wir auch nicht. Und wir scheinen ja auch nicht ganz so schnell die Bretter zu machen. Denn die Baumstämme wachsen ja trotzdem an. Also können wir durchaus noch ein Holzlager hinbauen. Ich glaube, da sollte gar kein Problem bei sein. So, du nimmst hier diese Steine weg. Das ist gut, weil wir dann dort weiter expandieren können. Ist auch alles noch von den Feuerwachen gedeckt. Hier sind wir ganz knapp nur mit den Brunnen drinnen, aber trotzdem sollte die Feuerwachenabdeckung ausreichen. Später kann man ja hier noch irgendwie eine Feuerwache bauen, wenn es dahin noch weitergehen sollte mit der Expansion. Das passt eigentlich. Ja, während wir warten, bis hier im Hintergrund gebaut wird, schauen wir uns nochmal das nächste Event an. Der nun eingerichtete Tresor ist ein willkommener Anblick für den rekrutierten Nisian-Schatzmeister. Der neue Schatzmeister hat sich in der Siedlung sehr wohl gefühlt und möchte gerne lokale Bräuche und Branchentipps weitergeben. Gewinn und Verluste, 300 Münzen, nehmen wir an, auch wenn wir es nicht brauchen. Und die Zufriedenheit steigt um 3. Und schaut mal bitte. Wir haben immer noch so viel Wohlstand, dass wir das Gold gar nicht mehr einlagern können. Dann können wir auch die Besteuerung der Bauern auf 0% setzen. Na, nicht ganz, dann sind wir minus 58 im negativen Bereich. Aber ganz, ganz ehrlich, ein paar Tage, ein paar Monate können wir uns das auch leisten. Wir lassen das erstmal so. Wichtig ist erstmal, dass wir die Bretter hochbekommen. Und auch die Seile sind ganz schön rar gesät mittlerweile. Diese Bretter hier im Lager machen ja eigentlich gar keinen Sinn. Wir stoppen mal die Produktion der Seile. Mit der Hoffnung, dass jemand dann die Bretter rausnimmt. Damit wir das an anderer Stelle einsetzen können. Das macht ja nur Sinn, wenn man Möbel auch herstellt. Es wird wahrscheinlich der Fall gewesen sein, dass es reingebracht wurde, weil wir kurzfristig uns mal die Möbel angeschaut haben. Aber eigentlich brauchen wir nur die Seilsachen. Spulen wir ein bisschen vor und hoffen, dass das dort abgeliefert wird. Scheint nicht der Fall zu sein. Und wir können es auch nicht manuell rausnehmen. Das ist ja super blöd. Das Gebäude deshalb abzureißen, wäre aber auch blöd. Wisst ihr, was wir machen stattdessen? Wir schalten diese Produktion um auf Möbel und einem neuen Handwerker werden dann am Ende Seile hergestellt. Dann werden hier Möbel hergestellt. Finde ich auch ein bisschen volksnaher als Seile. Und deshalb hier auf diesem kleinen Platz sogar vielleicht ein bisschen schöner. Sehr schön. Die anderen Gebäude sind auch langsam fertig geworden.
So haben wir jetzt hier einen Bogen- und Pfeilmacher, der macht diese Kurzbögen, unter anderem auch aus Brettern und Seilen. Also wir brauchen jetzt auch die Seile bald wieder. Wir haben in der Kaserne noch keine Militärration, weil bis eben die Kochhütte noch nicht fertig gebaut wurde. Immer noch nicht, stellen wir gleich um. Die Schmelze macht aus Eisenerz Eisenbarren. Und der Schmied macht jetzt hier erstmal Eisenwerkzeuge. Aber auch Eisenwaffen wären natürlich eine Möglichkeit. Da können wir mal ganz kurz hin rüberschalten. Denn Eisenwerkzeuge solltet ihr langsam ja jetzt auch haben, oder? Nee, noch nicht. Aber die könnten abgeliefert werden. Aber wenn wir schon mal so ein paar Werkzeuge bzw. so ein paar Waffen auf Vorrat haben, wäre das ganz gut. Wir brauchen auch keinen zweiten Schmied, denn derselbe Schmied kann danach ja Eisenwerkzeuge bis ans Ende aller Tage machen. Und hier sind wir auch wieder im positiven Bereich des Wohlstandes. Und das, obwohl wir die Steuern so weit runtergesetzt haben, das ist ganz gut. Sehr schön. Und hier schalten wir um auf die leichte Militärration, was wir dann in die Kaserne bringen können, was unsere Soldaten brauchen. Wie viele Eisenbarren haben wir auf Lager? Gar nichts momentan. Dieser Handwerker wird jetzt auf Möbel umgestellt. Produktion wird angestellt. Dann sollte das eigentlich auch hier laufen. Und hier werden dann Seile gemacht. Überschüssige Möbel und überschüssige Eisenwerkzeuge könnten wir rüberbringen nach Hakmuta, damit auch hier die wenigen Arbeiter, die hier leben, glücklich sind. Aber grundsätzlich sind die ganz glücklich. Die Mahlzeiten brauchen wir natürlich noch im regelmäßigen Hin und Her. Wie sieht es mit dem Weizen aus? 230 Weizen lagert. Da kommt aber auch schon die nächste Karawane, um Weizen zu holen. Das scheint ja jetzt wirklich so zu sein, dass immer das gesamte Weizen auch geholt werden kann. Also zwei Karawanen scheinen da vollkommen auszureichen, das gesamte Getreide abzuliefern. Die Frage, die sich da nur stellt, ist, ob es denn mit dem jetzigen Weizen reicht. Das können wir sehen, wenn wir uns das Lebensmittellager anschauen. Und ja, wir haben jetzt zumindest mal einen kleinen Überschuss, kann aber daran liegen, dass ja gerade auch Weizen geliefert wurde. Wichtig ist, wie der Weizenstand ist, wenn die nächste Karawane Weizen liefert. So oder so ist Hakmuta eigentlich in der Lage, auch noch ein Weizenfeld zu bauen. Wenn das hier ist nicht mehr im Radius, das wäre nicht so schlimm. Wir können ja auch jederzeit ein Gebäude bauen, was wir dafür brauchen. Aber wir können auch hier noch ein Feld bauen. Hinten. Das wäre auch möglich. Und dann machen wir das auch. Bauen wir hier noch einen Weg lang. Dann sollten wir noch mehr Getreide haben. Okay, Bretter kommen wieder rein. Hier werden Möbel hergestellt, hier jetzt Seile, sehr schön. Und hier werden jetzt auch nämlich die anderen Sachen nicht gelagert, die wir nicht brauchen. Hier haben wir jetzt noch Hanf gelagert, aber ganz ehrlich, wir haben so viel Hanf, ist nicht so schlimm. Schlimmer sind halt Bretter, die wir nicht haben, dass die da unnütz gelagert werden. Der Schmied hat schon die ersten Waffen hergestellt, das ist sehr gut.
Und wenn wir mal Eisenbarren übrig haben, dann könnten wir nicht die Wachhütte bauen, sondern die Waffenkammer. Ich baue sie schon mal, weil wir haben ja eigentlich Eisenbarren. Kommt hier hin. Direkt hinter die Kaserne. Denn eigentlich haben wir ja Eisenbarren. Nur das wird direkt in die Produktionsgebäude eingeliefert. Und wenn wir jetzt hier ein Gebäude bauen, wo wir Eisenbarren für brauchen und das priorisieren, dann werden die Eisenbarren hoffentlich erstmal hier hingebracht, die zukünftigen zumindest. Und nicht irgendwo anders gelagert. Notfalls könnten wir noch eine zweite Schmelze bauen. In Eisenbarren werden wir wahrscheinlich früher oder später sowieso sehr viel brauchen. Grundsätzlich wird es dann früher oder später auch notwendig sein, dass wir nochmal expandieren. Denn in Hakmuta haben wir nur begrenzte Ressourcen bezüglich des Eisenerzes. Können wir auch nochmal reinschauen hier. Ne, das ist der Holzfäller. Ja. 690 Eisenerz. 700 auf Lager. Und hier haben wir noch 6 kleine Vorkommen. Oh, die uns zumindest noch ein bisschen was bringen. Genau, aber hier diese Waffenkammer, die wäre ziemlich wichtig, dass die noch gebaut wird. Vielleicht kann ja auch die Schmelze ein wenig dabei helfen. Und bei den Baumstämmen sehen wir sind massiv im Überschuss. Also wenn wir hier die Baumstämme anschauen, ja, massiv. Meinetwegen bauen wir noch ein Holzlager. Ja, Arbeitsplätze haben wir auch. Bei den Arbeitern nicht mehr so viele, klar. Wir haben ja auch hier viele neue Sachen gebaut. Das bedeutet aber auch, dass wir neue Häuser bauen können, neue Arbeiterhäuser. 1, 2. Du bist wahrscheinlich dann nicht mehr im Brunnenreichweite, dich bauen wir dann später. 2 Gebäude zumindest mehr bauen, dann sollten sich auch die Bedürfnisse nicht allzu sehr verschieben. Wie sieht es jetzt bei den Arbeitern aus? Kein Feuerholz. Kann nicht sein, aber liegt anscheinend an der Belieferungsquote, obwohl wir hier überall diese Lagerhäuser haben. Ja, das ist die Händlerhütte. Eigentlich bräuchten wir hier noch ein Lagerhaus. Die Händlerhütte könnten wir auch abreißen und die Karawane hier hinschicken, die andere. Kommt da ein Lagerhaus hin? Sollten wir eine Pause machen, damit die Karawane nicht komplett durchdreht. Also dann kommt hier ein Lagerhaus hin. So. Müssen wir ein bisschen Platz dicht machen. Und die Handelskarawane 1 war das nämlich. Die muss hier einmal die Handelshütte ändern. Also wir nehmen jetzt hier diese Händlerhütte und sagen einmal 100 Äpfel. Und wir sagen 120 Hanfkleider, 100 Apfelwein, 250 Weizen auf der anderen Seite, Weizen, Fisch, Eisenerz gegen Bier. Ja, das müsste so eigentlich passen, hoffe ich mal. Das ist die Karawane, die sowieso dort gehandelt hätte.
Ja, und du hast zumindest keine Probleme, jetzt dahin zu rennen und sagst nicht, hey, irgendwas ist verkehrt auf der Route. Sieht doch ganz gut aus. Dann bauen wir hier das Vorratslager, graden das ab. Dann sollten die hier ein bisschen besser beliefert werden mit all dem Kram, was sie denn haben wollen. Das sind ja auch immer Sachen gewesen, die nicht Nahrung waren. 100 Steine brauchen wir für ein Upgrade. Werden wir noch holen? Werden wir noch holen? Okay, sehr gut. Lazarett. Ja, kümmern wir uns später drum. Noch haben wir zum Glück keine Grippe. Ställe wären was für später. Wir sollten jetzt auch erstmal ein paar Bögen haben, oder? Wir werden es komplett einsehen können, wenn die Waffenkammer fertig ist. 10 haben wir hier auf Lager. Du hast hier noch 6 gemacht. Wir pausieren mal. Damit wir nicht so viele Seile und Bretter verbrauchen. Seile und Möbel werden aber auf Hochtouren fertiggestellt. Der Schmied pausiert auch gleich nochmal seine Waffen. Ja, 18 Stück. Plus die 2, die warten nur noch kurz ab. Dann haben wir 20 Waffen und dann kannst du Eisenwerkzeuge machen, um die Arbeiterschaft noch ein bisschen glücklicher zu machen. So. Und hier sind zumindest schon mal 10 Eisenbarren reingeflossen. Na, was sagt denn das Event? Schweinekur. Kanzler Declan überbringt beunruhigende Nachrichten von eurer ersten Schweinehirtin. Sie hat ihm berichtet, dass die Schweine auf ihrem Hof scheinbar alle krank geworden sind. Sie hat aber einige Ideen, wie ihr am besten mit der Situation umgehen könnt. Und hofft, der Kanzler kann euch davon überzeugen, ihrer Einschätzung zu trauen. Soll die Herde erhalten werden, bekommt es auf jede Minute an. Sie meint, die Herde sei krank. Ist die Ursache bekannt? Nein, Eure Majestät, es gibt Vermutungen. Viele der Schweinehirten waren in den letzten Tagen an der Grippe erkrankt. Sie glaubt, die Krankheit sei auf ihre Herde übergesprungen. Ich verstehe. Kann eine Grippe die Schweine so dermaßen befallen, Kanzler? Und was sind die Risiken? Das ist schwer zu sagen. Die Auswirkungen könnten gering oder verheerend sein. Es kommt alles darauf an, wie schlimm die Krankheit ist. Wohlan, was schlägt unsere erste Schweinehirtin vor? Sie bittet euch um ein paar Tage Zeit, nicht mehr als 3. So lange braucht sie, um die kranken Tiere zu isolieren, wieder gesund zu pflegen oder falls nötig zu beseitigen. Es wäre ein kleiner Produktionsstopp, um sicherzustellen, dass die Herde gesund bleibt. Ja, selbstverständlich. Es ist vielleicht sogar zu wenig Zeit. Ja, nimm dir die Zeit, die du brauchst. Verlorene Zeit bedeutet verlorenes Fleisch. Eben. Und auch 3 Tage sind keine Garantie für eine gesunde Herde. Das mag wohl stimmen. Gut, was jetzt? Müssen wir ihr mehr Zeit gewähren? Ja, vielleicht. Das ist schwer zu sagen. Wir sollten nichts riskieren. Machen wir eine Bestandsaufnahme unserer aktuellen Schweinefleischration und handeln wir schnell. Wir wollen die erste gesamte Herde keulen. Nee, das will ich eigentlich nicht. Wir sollten ihrer Einschätzung folgen. Sie will die auch pflegen. Es ist schließlich ihr Metier. Wer könnte besser wissen, wie sich diese Schweine wieder gesund pflegen lassen? Ganz meine Rede. Ja, sie soll die kranken Tiere pflegen. Der Kanzler bedankt sich schon im Voraus in ihrem Namen. Da macht er sich auf den Weg, um die Schweinehirten über eure Entscheidung in Kenntnis zu setzen. Es mag schwer sein, die Produktion mehrere Tage einzustellen, aber ihr vertraut der Frau, dass dies das Beste für die Tiere ist. Ich gehe davon aus. Ja, und es läuft ja weiter. Vielleicht ein bisschen langsamer, aber mein Gott. Das überleben wir schon.
So, schauen wir mal ins Lebensmittellager. Weizen ist immer noch sehr wenig vorhanden. Wir brauchen es aber auch für Bier, was ganz gut vorhanden ist. Für Arbeitermahlzeiten nicht, aber für Schweinefleisch, was wiederum wichtig ist für die Arbeitermahlzeiten. Aber ja, Weizen ist immer noch zu wenig vorhanden. Da müssen wir mal schauen, ob wir das noch irgendwie hinbekommen. Aber die Rationen zum Beispiel, die sind ja wirklich gut vorhanden. Und ich gehe davon aus, dass wir ganz gut aufgestellt sind. Und mit der Waffenkammer, da sollten wir dann auch unser erstes Militär ausbilden können. Hackmute, alles gut? Scheint so zu sein. Ich hätte ganz gern auch hier eigentlich einen Förster. Die Frage ist nur, haben wir genügend Ressourcen dafür? Zu wenig Rohstein leider. Und diese Kristalle nähern sich gefährlich. Ich meine, rein theoretisch, jetzt haben wir auch kein Eisenerz hier mehr, könnten wir ja so ein Grimmlager bauen. Was kostet uns das? Stein. Wir haben ja noch eine Karawane, die wir manuell beladen können. Dann machen wir das doch, oder? Wir hier unten Förster hinstellen. Hier unten Förster. Und dann bauen wir das hier zu. Dann kommt hier so ein Lager hin, eine Feuerwache daneben. Ich glaube, da wird es wichtig sein. Bauen wir noch ein bisschen Flachs an, ein bisschen Getreide. Und dann ist die Kolonie eigentlich auch schon fertig. Wir machen das mal. Aber um all das zu bauen, brauchen wir auch Bretter, oder? Für die Feuerwache, ja. Das könnte natürlich ein Problem werden. Für die Feuerwache, ja. Steine brauchen wir. Wir brauchen Steine, wir brauchen Bretter. Also insgesamt brauchen wir, gucken uns das mal an. Feuerwache, 100 Bretter und 40 Stein. Dann das Grimmlager erhöht unsere Steinvorräte, die wir brauchen, auf 65. Dann brauchen wir wahrscheinlich noch ein Arbeiterhaus. 85 und 120. Und Flachs sollten wir so anbauen können. Also wir brauchen 85 Stein. Wir haben zu wenig. Und 120 Bretter. Das haben wir auch noch nicht. Da wir gerade nicht in der Lage sind, das rüber zu liefern, müssen wir die Kristalle vorerst ignorieren. Und erstmal hier weitermachen. Was anderes bleibt uns dahingehend auch einfach nicht übrig. Ja, Eisenbarren sollten wir jetzt genügend erstmal machen können. Wir haben jetzt ein paar Waffen hergestellt. Wir haben ein paar Bögen hergestellt. Jetzt werden wir kontinuierlich diese Eisenwerkzeuge herstellen. Das heißt, wir brauchen auch ein durchgängiges Eisen. Vorkommen früher oder später, da käme dann Ekefir ins Spiel. Und wir brauchen natürlich auch ein bisschen Eisen hier drüben bei den Möbeln. Und irgendwie reicht es immer noch nicht an den Brettern. Warum geht es denn hier auch nicht weiter?
irgendwie auf Pause? In gewisser Weise schon, oder? Seht ihr das? Es passiert gerade nicht so viel. Ja, dann speichere ich mal und lade nochmal. Dann hoffen wir mal, dass wir wieder ein laufendes Volk haben. Bis gleich. Wir sind jetzt gerade leider an dem Punkt angelangt, wo ich keinen Speicherstand erstellen darf. Also ich erstelle einen Speicherstand und bestätige das auch, aber ich kriege kein Feedback, dass ein Speicherstand erstellt wurde. Und deswegen dachte ich, okay, gehe ich, bevor ich jetzt das Spiel beende und nochmal neu starte, gehe ich mal auf Speicherstand laden aus diesem Menü heraus. Und der Speicherstand, den ich erstellt habe, war nicht da. Habe ich nochmal einen erstellt. Und nochmal und nochmal und habe auch versucht, irgendwelche Sonderzeichen wegzulassen, weil sonst habe ich auch immer Punkte benutzt und dann habe ich auch wirklich versucht, keine Umlaute oder so zu nutzen, mehrmals versucht. Der speichert einfach nicht und ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich kann das Spiel natürlich jetzt beenden. Die Gefahr besteht, dass der Spielstand hier weg ist. Der Spielstand, den wir heute aber geladen haben, der ist in jedem Fall noch da. Deswegen mein Vorschlag für die nächste Folge. Ich werde gucken, dass ich diesen Speicherstand, den ich gerade versucht habe zu erstellen, irgendwie retten kann. Ich gehe dann auch nochmal in die Files rein und so weiter und versuche mich da mal ein bisschen reinzuarbeiten. Vielleicht kann ich den irgendwie retten. Falls ich ihn nicht retten kann, werde ich den heutigen Spielstand versuchen, so gut es geht, nachzuspielen, sodass es in der nächsten Folge in jedem Fall weitergeht. Es könnte aber sein, dass hier und da vielleicht die ein oder andere Ressource ein bisschen anders aussieht oder das ein oder andere Gebäude nicht hundertprozentig dargesetzt wurde wie vorher, weil es kann einfach sein, dass ich das nicht hundertprozentig nachbauen kann. Nur, dass ihr Bescheid wisst, dass nächste Folge sein könnte, dass das ein oder andere Gebäude woanders steht. Aber ich möchte mit euch eigentlich hier wieder weitermachen und nicht nochmal die Folge neu spielen. Das fände ich irgendwie blöd. Deshalb, meine Lieben, lasst mir ein Like da, wenn es euch freut, dass ich jetzt mit euch auf Datenrettungskurs gehe. Und dann sehen wir uns schon das nächste Mal hier rechts wieder. Und hier links kommst du auch noch zu ganz tollen weiteren Videos. Schau auch dort gerne nochmal rein. Und wie gesagt, den Like bitte nicht vergessen. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.